Guten Morgen, Günaydın, Dzień dobry, Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit dem Arnold Classic 2023 Weekend. Gestern haben wir uns bereits die Jungs von der Classic Physik angeguckt. Und heute gibt's das Finale von den Opens. Mit unter anderem Big Ramy, Samson Dowder, Andrew Jack und Nick Walker lieferten sich ein brutales Battle um den ersten Platz. Und das Ganze sehen wir in diesem Video, Friends. Let's go. Auf die Bühne haben wir direkt als allererstes Big Ramy, der aufgerufen wird. Danach Nick Walker, Samson Dowder und Andrew Jack. Big Ramy, der beim Prejudging ein bisschen Untergang ist, hat nochmal, was heißt Untergang? Seine Form war nicht so messerscharf wie bei den Finals heute Nacht. Also da hat sich die Form über Nacht nochmal deutlich verbessert. Nick Walker glänzt mit einer unfassbar krassen Condition. Also er war wirklich einer der härtesten Athleten. Direkt daneben haben wir Samson Dowder, der wirklich, seine Taille ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und Andrew Jack, der sich dort auch mal richtig gut platzieren konnte, neben den Jungs. Fangen wir an mit der Front Lat Spread Pose, wo wirklich alle Athleten einfach unfassbar viel Muskulatur auf die Stage gebracht haben. Ja, wir haben zur Linken Nick Walker, direkt daneben Samson Dowder, der wirklich, wie schon gesagt, ohne Taille quasi dasteht mit diesen ausladenden Beinen, völliger X-Frame. Daneben Andrew Jack, der wirklich auch überraschend ein wunderschönes Paket auf die Bühne gestellt hat. Ja, er ist erst neu im Business, könnte man sagen, im Profibusiness, was das Schwergewicht angeht. Und den ehemaligen Mr. Olympia Big Ramy, der einfach mit seiner brutalen Masse dort steht wie eine Statue. Kommen wir zu der ersten seitlichen Pose, und zwar die Side Chest. Nick Walker beginnt. Daneben Samson Dowder und Andrew Jack. Und was ich immer heftig finde, ist einfach das Bein von der Seite bei Big Ramy. Das sieht einfach unfassbar krank aus. Ja, ich hoffe, ich bin gerade nicht eingeblendet im Bild. Guckt euch mal bitte diesen Oberschenkel von der Seite an, auch mit den Hamstrings. Das ist unfassbar. Ja, da kommt keiner von den Jungs dran. Diese Pose, finde ich, entscheidet Big Ramy für sich. Aber allein mit einer Pose kann man natürlich einen ganzen Wettkampf nicht gewinnen. Von der Hinteransicht sieht man direkt deutlich bei Big Ramy, ich weiß nicht, ob es die Bühnenbeleuchtung ist, aber der war von hinten, was den Gluteus und den Beinbeuger anging, schon definitiv mal in einer besseren Verfassung, in einer besseren Lage. Nick Walker glänzt hier wirklich unfassbar krank. Der Hamstring ist komplett gestreift, getrocknet. Ah ja, Freunde, es ist übrigens nicht Lou Ferrigno gewesen. Ich weiß, ich habe mich versprochen bei so vielen Namen gestern. Es ist natürlich die Legende The Bob Ciccarello, der das Ganze moderiert hat. Ich habe da ein paar Kommentare gelesen, musste mich wirklich schlapp lachen. Ich habe das erst da realisiert, was ich da eigentlich für einen Mist erzählt habe, Freunde, in dem letzten Video. Und jetzt geht es auch direkt rüber in den Back Lat Spread. Ja, Nick Walker fängt an direkt als erstes, hält die Pose auch am längsten. Big Ramy bekannt beim Lat Spread, dass er wirklich die Schultern immer extrem weit oben hat. Aber das wirkt auch bei ihm dann wirklich richtig krank. Somit unterscheidet er sich auch etwas zu den anderen Athleten. Wobei, wenn ich jetzt hier gucke, macht Andrew Jack quasi genau dasselbe. Kommen wir zur nächsten Pose, die seitliche Trizeps-Pose. Guckt euch bitte an, wie brutal Samson Dowder da reingeht. Ich spule noch mal ein bisschen zurück, damit ihr euch das reinzieht. Wie geil er bitte, guckt euch das mal an, wie er sich bewegt hier. Ja, Samson Dowder sehen wir hier, unfassbar geil. Nick Walker steht in der seitlichen Trizeps-Pose richtig gut, wie eine Statue. Andrew Jack zeigt nochmal vorne sein Bein. Samson Dowder ebenfalls, ist quasi so die klassische Variante, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und jetzt kommen wir zur Bauch-Beine-Pose. Da, finde ich, sieht man nochmal genauestens die Konditionierung von Nick Walker, in was für einer unfassbar geilen Lage er sich befindet. Big Ramy ist da schon wirklich, also mir kam es vor, als ob er am Kämpfen ist, als ob er keine Luft mehr bekommt, ja, beim Posen, als ob ihm da die Luft zum Atmen langsam wegfällt. Sehr, sehr schwer. Und jetzt rasten die Jungs aus, nämlich die Most Muscular Pose. Übrigens hat Nick Walker sich auch den Award gesichert. Ja, Most Muscular Award gibt es dort auch, wird belohnt mit 10.000 US-Dollar. Und da haben die Jungs wirklich eine brutale Show abgeliefert. Kommen wir zum zweiten Callout.
Und wer an diesem Abend wirklich extrem überrascht hat und überzeugt hat, ist der junge Mann, der jetzt in die Mitte geswitcht wird, neben William Bonac, Sean Clarida. Sean Clarida ist nämlich gar kein Heavyweight-Bodybuilder, sondern gehört zu der 212er-Klasse, der auch sehr häufig bei Mr. Olympia teilgenommen hat, sichert sich hier wirklich eine brutale Finalplatzierung bei den Open Guys. Also wirklich Überraschung des Abends, wobei bei dieser Cyborg-Genetik, bei dieser Condition, kein Wunder, das ist einfach nur unfassbar krank. Wir gucken uns jetzt nochmal die Rückenansicht an. Wie ihr da schon bereits reingeht, guckt euch den Lat an, Alter. Das ist unfassbar krank. Selbst Arnold Schwarzenegger war hier wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe mir das Ganze live reingezogen. Auch sein Kommentar dazu. Also wirklich mehr als verdient. Sean Clarida hier mit den Open Guys am Start. Und die Jungs von der Top 4 wurden nochmal zu einem weiteren Vergleich auf die Bühne gebeten. Und da haben wir auch schon die zweite Überraschung. Was heißt Überraschung? Viele konnten es sich denken. Nick Walker wird direkt neben Samson Dowder in die Mitte gestellt, in die Mitte platziert. Und die beiden machen sich hier, liefern sich hier wirklich ein brutales Battle um Platz 1. Big Ramy rechts bleibt die ganze Zeit auf der rechten Seite. Andrew Jack links. Erinnert mich hier mit seinem Posing stark an Cedric McMillan. Rest in Peace an dieser Stelle. Ein unfassbar geiler Athlet, der von uns gegangen ist. Leider habe ich auch persönlich richtig gefeiert. Ja, Front Lat Spread Pose nochmal von den Jungs. Und jetzt kommen wir auch direkt zur Siegerehrung, Freunde. Heute mache ich es spannend. Es gibt kein Spoilern hier. Und da haben wir noch Andrew Jack, der mit diesem brutalen Spagat sich noch den Best Posing Award sichern konnte und damit ebenfalls 10.000 US-Dollar, wie es gestern der Urs Kalitschinski gepackt hat aus Deutschland. Der hat sich nämlich in der Classic Physik den Best Posing Award sichern können. Und hier haben wir auch noch einmal Nick Walker mit 10.000 US-Dollar Check, Franco Colombo Most Muscular Award. Hat sich der Nick sichern können. Und da haben wir ihn, den Lou Ferrigno, nein Spaß, Bob Chigorillo, der jetzt direkt anfängt und die Jungs nochmal auf die Bühne bittet für die Siegerehrung. Sean Clarida, der 212er Athlet, konnte sich mit einem unfassbaren Paket, mit einer brutalen Condition, ja, quasi hat er sich dort im Untergewicht befunden, ja, bisschen unfair war das Ganze, konnte er sich dennoch den 5. Platz sichern. Ein unfassbar geiles Debüt im Open Schwergewichts Bodybuilding für ihn. Ich denke mal, er ist mehr als zufrieden mit der Platzierung. Und dann kommen wir auch direkt zu Platz Nummer 4. Den 4. Platz konnte sich dann noch Big Ramy holen. Wir haben es ja auch bereits gerade in dem Vergleich gesehen. Also der First Callout besteht natürlich meistens aus der Top 4. Wäre seine Form wie gestern Abend bei der Vorwahl, würde Ramy den 5. machen und Sean Clarida wäre da, denke ich mal, auf der 4, weil gestern sah das Ganze nochmal ganz anders aus. Ramy hat sich zu gestern extrem nochmal verbessert, hat ein bisschen Wasser gelassen, ja. Die Cuts waren ein bisschen besser, er war ein bisschen besser in Shape und somit konnte er sich den 4. Platz holen. Ich denke, irgendwo wird Ramy definitiv unzufrieden sein. Ich meine, als mehrfacher Mr. Olympia will man natürlich die durchgehend vorne mitmischen. Aber meine Meinung zu Big Ramy kennt ihr ja bereits, natürlich riesengroßen Respekt. Er ist ein Mutant, er ist ein Monster, aber ich denke mal, seine Zeit ist abgelaufen. Er wird natürlich vorne durch seine brutale Masse immer mitmischen, aber für eine Platzierung ganz oben wird es nicht ausreichen. Andrew Jack hat sich den 3. Platz gesichert. Für mich einer der schönsten Athleten des Abends, vor allem auch durch sein Posing. Zu Recht verdient hat er dann den Best Posing Award gewinnen können. Und jetzt machen wir es richtig spannend, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Auf dem 2. Platz haben wir Nick Walker. Ich denke mal, er ist wirklich mit der Platzierung unzufrieden, denn wenn man Zweiter ist, dann will man natürlich die Nummer 1 sein. Ja, da ist es wirklich so, so knapp. Und ich habe auch gehört bei den im Live-Kommentar, dass es wirklich ein sehr knappes Ding war. Da ging es nur um ein paar Punkte, ein, zwei Punkte, wo Mr. Samson Dowder, der jetzt auf die Bühne kommt, das Ding für sich entscheiden konnte. Aufgerufen wird er und da sieht man, was ich wirklich sehr, sehr geil finde. Egal, ob die Jungs Kontrahenten sind oder nicht, hier wird ganz, ganz viel Liebe gezeigt. Die lassen Samson quasi gar nicht nach vorne. Jeder umarmt jeden. Jeder drückt sich bestimmt irgendeinen netten Spruch. Alle freuen sich für ihn. Wirklich sehr, sehr geil. Kollegial. So muss das sein. Sehr, sehr sportlich. Auch hier mit Nick Walker. Die lassen sich gar nicht los. Die Crowd steht auf. Alle applaudieren. Wirklich richtig nice. Emotionen sind im Spiel. Samson Dowder mit ein paar Legenden. Unter anderem haben wir da Victor Martinez, auch ehemaliger Schwergewichts-Bodybuilder, der auch Arnold Classic-Sieger war in Vergangenheit.
wird jetzt nach vorne gebeten und dort bekommt er nicht nur seine Medaille, sondern auch von Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich den Handshake, den berühmten, und eine fette, fette Statue, die wir jetzt gleich sehen. Und natürlich die Flieger-Lederjacke, die es auch gestern für Ramon Dino gab, Friends. Ja, unfassbar geil. Ich finde, zu Recht, ja, Nick könnte das Ding natürlich auch für sich holen. Ich denke mal, da ist es auch wiederum einfach nur noch Geschmackssache. Mir persönlich gefällt Samson Dowder hier viel, viel besser. Einfach eine schönere Linie. Nick ist der brutale Mutantenathlet, sagt man immer, ja. Aber wenn es um Symmetrie geht und um einfach eine schöne Linie, Ästhetik und auch ums Posing, gefällt mir hier Samson Dowder richtig, richtig gut. Ich denke mal, wir werden auch in Zukunft einiges von ihm sehen. Eventuell auch vorne Top 5 Platzierung weiter, eventuell sogar Top 3 Platzierung bei dem Mr. Olympia. Ja? Seine Zukunft ist auf jeden Fall groß. Und damit war es das mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhin eine gute, entspannte Berichterstattung liefern. Ihr genießt das Video wahrscheinlich diesmal am Sonntag an eurem Frühstückstisch. Und Freunde, wir haben Sonntag und Sonntag gibt es eine brutale Aktion bei ESN.com. Ihr habt 20% auf alle Proteine. Nicht nur das Designer Whey, sondern auch beispielsweise das ISO Clear. Rabattcode William, ESN.com. Ich danke euch für den Support. Kommentiert das Video, was sagt ihr dazu, gerechtfertigt oder nicht, lasst ein Like da, ein Abo, vielen lieben Dank für 60.000 Zuschauer, ach, und vielen lieben Dank für die YouTube-Trends. Wir sind auf Platz 7 in den YouTube-Trends gelandet mit dem letzten Video der Finals, der Classic Physik-Jungs. Vielen lieben Dank auch dafür, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.